30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten von 4 Folgen der Gruppe C im YouTube Predator Cup 2020. Wer nicht mitbekommen hat, welche 4 Angler und Anglerinnen bereits im Viertelfinale stehen, sollte sich unbedingt die ersten 8 Folgen ansehen, in denen es bereits richtig zur Sache ging. Diese 6 Angler und Anglerinnen kämpfen in Gruppe C um 2 Viertelfinalplätze. Raubfisch-Weltmeister Dietmar Isayas, geboren in Recklinghausen, vertritt Quantum beim YPC 20. Er kam in den ersten beiden Staffeln jeweils ins Viertelfinale. 2018 war gegen Tobias Eckwahl und 2019 gegen Hassan Duran Schluss. Vize-Europameister Jan Pusch tritt für den Bootshersteller Finnwal an. Der Schweriner war 2019 erstmals im YouTube Predator Cup dabei, gewann gegen Jimmy Glaser und schied dann im Viertelfinale gegen Tobi Eckwahl aus. Babs Kiewski, geboren in Berlin, fischt für Burley. In den ersten 2 Staffeln fungierte sie als Moderatorin und Schiedsrichterin. In diesem Jahr konnten wir sie überzeugen, selbst aktiv ins Turniergeschehen einzugreifen. Der größte französische YouTube-Angler Amin Kolatek nimmt für seinen Kanal Aminiac Fishing erstmals am YPC teil. Er kennt die Turniergewässer nicht besonders gut, hat hier aber schon erfolgreich gefischt und auch einige Tage trainiert. Auch für Markus van Ooy, der den YouTube-Kanal der Schweizer Routenschmiede Bullseye Fishing repräsentiert, wird der YouTube Predator Cup alles andere als ein Heimspiel. Doch auch er hat fleißig an den Gewässern trainiert und sich so gut wie möglich vorbereitet. Ähnlich verhält es sich beim Mecklenburger Malte Gatz, der für Ganki angelt. Zwar kennt er sich in den Niederlanden eigentlich nicht besonders gut aus, doch nach dem erfolgreichen Training mit seinem Ganki- und Ilex-Teamkollegen scheint auch er für seine erste Turnierteilnahme bereit zu sein. Erstmals geht es im YouTube Predator Cup nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um einen richtig wertvollen Sachpreis. Die Firma Rheinlandboote schenkt dem Gewinner des Turniers ein Pike Hunter 440. Dieses 4,35 Meter lange und 1,90 Meter breite, selbstlenzende Angelboot, das in Deutschland konstruiert wurde, besteht zu 100% aus Aluminium. Alle Nähte sind geschweißt. Ausgestattet ist der Pike Hunter mit einem Garmin Striker Plus 9 SV Echolot und kommt auf einem Pega Euroliner SH750 Bootstrailer. Wir bedanken uns bei den genannten Firmen für dieses fabelhafte Angelboot im Gesamtwert von 17.500 Euro. Zuschauer, die sich für das komplette Regelwerk interessieren, finden einen Link in der Videobeschreibung. Am ersten Wettkampftag fischen Jan, Malte und Dietmar in Zone A. Babs, Amin und Markus haben Zone B gezogen. Am Folgetag wird getauscht. 3 Angler haben sich entschieden, sehr früh anfangen zu wollen. Guten Morgen, Angelfreunde. Wir sind an einem ganz bekannten Spot hier in Holland beim Haringsvliet und extra früh morgens hochgefahren hier. Es ist noch dunkel. Ihr hört im Hintergrund vielleicht die Glocken schlagen und extra damit nicht, dass der Platz blockiert ist. Dabei habe ich natürlich auch meinen riesen Bootskescher. Den habe ich aber auf meinem Boot dabei am Schweriner See. Extra große Maschen und ja, wenn da also ein großer Fisch reinpasst, das wäre natürlich ideal, wenn wir den fangen würden. Also drückt mir die Daumen. Ja, guten Morgen. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens. Eigentlich gar nicht meine Zeit, um privat angeln zu gehen. Das ist hier ein Wettkampf und wir leben hier in Holland ein bisschen mit der Tide. Und man muss sich ein bisschen danach richten. Ungefähr um 8 Uhr, also in knapp 2 Stunden,
wird die Tide am niedrigsten sein und danach dann wieder anfangen zu steigen. Und ja, ich möchte gerne diesen niedrigsten Punkt beangeln, weil im Training wir das Gefühl hatten, dass es dann einfach am besten gebissen hat auf Zander. Und ja, mal schauen, was das so gibt und wird. Leute, schaut euch das an, was für ein Ambiente. Da ist der Halbmond noch zu sehen am Himmel. Wir haben ein bisschen Wolken, aber auch Teile wolkenlos. Und morgens ist das einfach der Hammer. Also das ist Angeln. Ja, ich bin also voller Euphorie, wie ihr seht. Und ich habe richtig Lust. Also ich hoffe, gleich beißt ein schöner Fisch. Und das liebe ich einfach, wenn man morgens früh aufsteht. Diese Jungfräulichkeit, das ist also Wahnsinn. Und wir haben schon da, jetzt im Hintergrund auch wieder, da einen Fischespring gesehen. Vielleicht hört ihr das auch. Also das ist schon richtig Lust zum Angeln. So Leute, jetzt geht's los. Und deshalb mein Spruch immer, Zeit ist Fisch. Sollen wir mal gucken. Ich versuche mal so ein bisschen runter zu gehen auf die Steinpackung hier. Wir haben Niedrigwasser. Muss man aufpassen, das ist glatt. So, habt ihr schon gemerkt, wie glatt das hier ist. Aber hier könnte ich sogar ein bisschen besser stehen. Der Kescher ist gleich hinter mir einsatzbereit. Ja, und dann mache ich einfach jetzt mal einen Wurf. So, wollen wir sehen. Ok, c'est parti, on vient de faire à peu près 2 heures de route, on vient d'arriver sur spot, c'est la première fois que je pêche ici pour être honnête avec vous. Ici beaucoup de poissons blancs et on va essentiellement chercher la perche avec un jig et un leurre souple ou alors avec une petite écrevisse. Et si ça passe pas, je vais essayer en drop shot aussi. Do you see that? Oh. Let's go to start fishing. C'est parti pour la pêche. Allez. Ok. Fish up. No way. No. Oh. mauvaise pioche. Ja Leute, ich habe die ersten 5-6 Würfe gemacht, kein Biss bekommen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Also drückt mir wirklich die Daumen, dass jetzt gleich irgendwie hier was einschlägt. Sonst bin ich hier an diesem Spot wirklich unsicher. Aber jetzt kommt die Sonne auch noch richtig raus. Ich meine, das ist schon ein tolles Ambiente hier, wenn ihr das hier seht. Das ist also, besser geht's ja nicht. Ich habe zwar noch keinen Fisch gefangen und nicht mal einen Biss gehabt, aber trotzdem ist das herrlich. Ja, mal schauen. Ne? Also je heller das wird, umso schwieriger wird das. Ich habe, wie gesagt, einen kleinen Gummi dran und versuche hier einen Zander zu fangen. Und je höher die Sonne kommt, umso schwieriger wird das Ganze. Aber vielleicht beißt ja auch mal einen Barsch oder einen Hecht. Also man darf nicht aufgeben und muss immer weiterkämpfen. Und mit ein bisschen Glück knallt es gleich rein. Wie ihr jetzt wahrscheinlich sehen werdet, befische ich hier ein Hafenbecken. Es gibt verschiedene Arten von Hafenbecken. Dieses Hafenbecken ist so, dass ich wirklich im Becken meine Fische gefangen habe. Auf der Strecke, das heißt Meter machen, immer ein paar Würfe pro Platz und dann weiter. Aber natürlich sollte man sich seine Plätze abspeichern, auch auf dieser Strecke, auf denen man die Fische fängt. Denn manchmal gibt es eine Häufung dieser. Es gibt auch andere Hafenbecken. Vielleicht fahre ich heute auch noch ein solches an. An denen sind oft wirklich nur die Hafenausfahrten interessant, weil diese Art als Art Buhnen sich darstellen, aber in diesem Hafenbecken ist es so, dass wir wirklich im gesamten Becken Fische fangen können und hoffentlich auch werden noch. Okay, je change mon plan. Je vais mettre en drop shot. Je vais essayer de prendre du poisson comme ça. Je vais aller essayer là-bas entre les péniches. Yeah. Hop. Allez, let's go. Thank you.
Armin angelt bereits ein paar Minuten auf Barsch. Da bekommt er Besuch von einem Mitstreiter. Wie? Ça va, petit Suisse? Also zum Spot, da sind wir im Training drauf gestoßen, hatten das Gefühl, boah, das ist voll die Eingebung, hey, wenn wir hier die Barsche wegziehen, sind wir voll gut im Rennen. Jetzt habe ich schon so durchrieseln gehört, dass wir wohl nicht die Einzigen sind, die diesen Spot kennen. Sind hier angekommen, wirklich sehr früh. Und da war unser französischer Kollege auch schon hier. Die Barsche stehen hier im Hafen und die versuchen jetzt auf diverse Techniken ans Band zu kriegen. Ich versuche zu selektieren, weil hier sind natürlich alle Größen. Und was wir brauchen für die Wertung sind die langen Fische. Das werden wir probieren. Ich hoffe, es klappt. Ich habe einiges dabei. Dementsprechend auch einige Routen für verschiedene Techniken. Und ich werde recht stationär angeln. Also ich sehe, mein Kamerade ist da flexibel, geht zwischen den Booten hin und her. Ich bleibe hier. Ich habe hier einen Bereich, den kann ich ausfischen und breite mich hier aus. Fährt eigentlich nur so der Trolley wie am Forellenpuff. Tremarella Route 1 bis 6. Also nächstes Mal nehme ich, glaube ich, so einen Rollkoffer mit. Ich habe mich immer drüber lustig gemacht, aber jetzt verstehe ich auch für was. The first batch. La première perche. Je pense qu'elle est trop petite, hein. Good. C'est ok. On n'est pas bredouille. Voilà, petite perche, ça compte 22 cm la maille. On va la remettre à l'eau et on va essayer d'en reprendre d'autres. Le petit drop shot a marché, on va continuer. Der erste Fisch der Gruppe C bringt Punkte. Armin geht mit 46 Zählern in Führung. Doch die Konkurrenz lässt sich dadurch nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Ja, dickes Petri, ne? Ich meine, mit 23 ist ja gerade so die Grenze. Aber das ist wie nix. Ich meine, aber kennt ihr den Spruch? Ist der erste Fisch ein Barsch, ist der Angeltag im... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe noch nicht mal aufgebaut. Und der Armin hat schon den ersten da drüben. Also Fisch scheint hier zu sein. Sobald alles montiert ist, kann ich hoffentlich nachlegen. Ich angle in Frühling vorerst, habe da einen ganz kleinen Fastdachclip dran, kann dadurch den Köder schnell wechseln, ohne dass ich jedes Mal jetzt die ganze Montage neu mache. Ist nicht ganz so elegant, aber das stört eigentlich kaum. Der nächste Patient, die Tipwhip, unschlagbar im Dropshot. Und das soll sie jetzt auch kriegen. Kleiner Köder, Nose hooked. Ich denke, das müsste passen mit der Bissausbeute. Wir sind hier erhöht und müssen natürlich beim Fischhandling auch darauf achten, dass wir möglichst schonend mit den Fischen umgehen. Da mache ich hier schon mal den Papst und weihe mal die Scale. Aber ich hoffe, dass die heute noch Fischleim sieht und auch sonst noch nass wird. Wir fangen an. Let's go. Ich starte mit der Stationär. Weil ich habe zum einen zittrige Hände, weil es recht kalt ist, und zum anderen bin ich ein bisschen nervös. Pumped. Und am Morgen ist meine Koordination teilweise nicht die beste. Da wollen wir mal nicht zu viel von mir erwarten. Oder von meiner Feinmotorik. Die lassen wir erstmal auftauen. Schauen wir mal, ob wir was auf den Chip kriegen. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Très bien, donc là ça fait une heure qu'on pêche. Très très difficile. J'ai pris une perche de 22, de 23, pardon.
Du coup, elle rentre dans le quota, mais c'est vrai que c'est pas évident. On va essayer de continuer. Je reste une heure encore ici et après je vais bouger. Je vais aller sur un spot à cendre dont j'espère faire quelque chose. Maintenant, je vais utiliser une croc pour essayer. Oh, look! Il y avait une croc par terre. On va l'essayer après. Allez, let's go! Der zweite Fisch lässt auf sich warten. Amin probiert verschiedene Methoden aus, wechselt Köder und Technik. Okay, je vais essayer avec le finesse filet. Ça va changer de vibration, puis c'est ultra naturel. On va tester tout ça. Et voilà. Ja Leute, ich habe hier bestimmt schon jetzt 100 Würfe gemacht. Kein Kontakt, nicht mal irgendwie was, kein Biss, gar nichts. Und ich kenne sie ja vom Wettkampfangeln. Man muss manchmal auch die Eier haben und so einen Spot durchfischen. Das werde ich auch machen. Ich schwöre euch das, ich hau hier nicht ab, bevor ich nicht irgendeine Grete hier fange. Deshalb kämpfe ich und beiße ich und drücke mir also weiter die Daumen, dass hier was rauskommt. Ok, le Suisse vient d'arriver, on va lui laisser la place, on va essayer une dernière fois à côté de la péniche et s'il n'y a rien, on va bouger, on va aller sur le spot à cendre. Also Amin, mein Mitstreiter aus Frankreich, hat jetzt gerade den Spot verlassen. Er hatte hier ganz am Anfang einen Barsch mit 23 cm, im ganzen Training hatten wir eigentlich keine so kleinen hier. Ich hoffe, das war jetzt eine Ausnahme. Und nicht der einzige Barsch, der hier noch rumschwimmt. Einen Barsch hätte ich ja schon gern. Mein Ziel ist eigentlich hier vier Barsche zu fangen. Ich habe mir dafür auch fast einen halben Tag Zeit, oder gebe mir dafür fast einen halben Tag. Wenn jetzt irgendwie langsam Fahrt aufkommt, wenn gar nichts geht, dann muss ich natürlich auch nicht steif dran festhalten. Das bringt dann auch nichts, hier die Zeit auszusitzen. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass da noch was kommt. Eben gab es einen Abriss. Gott sei Dank ist das Fluorcarbon dran geblieben. Das heißt, ich knote jetzt nur einen neuen Snap an. Hänge den Stahlverfach ran. Und dann geht es auch schon relativ schnell weiter. Gut, und natürlich auch einen neuen Köder. Ich bleibe dabei bei dem G-Bump. Brown Chart heißt die Farbe, weil der mir im Training wirklich viele gute Fische gebracht hat. Und ja. Lieber jetzt erstmal im Wettkampf was probieren, in das man wirklich Vertrauen hat. Ich habe hier so eine kleine Box mit Jigköpfen. 15 Gramm will ich fischen, wie vorher auch. Ich bin da vorne im Hafen hart an der Spundwand irgendwie hängen geblieben, abgeruckt. Da war die Montage auch schon weg. Und jetzt nehmen wir die nächste, drum habe ich es vorgeknotet. Haben wir ein Blei ran, irgendwas 10-15 Gramm, das wird mir eigentlich ganz gut passen. Weiter geht's, ich nehme hier so einen kleinen Krebs, der ist auch von LMAB und jetzt schauen wir, ob die Barsche den auch mögen. Mir gefällt der ja. Ja, for me only the big ones, huh? Ja, der Platz scheint gerade keine beißwilligen Fische zu haben. War das Gefühl mit den aktiven Beißfischen heute Morgen hier vielleicht doch nicht so richtig. Ich werde jetzt noch ein bis zwei Würfe machen. Dann werde ich einen kurzen Spotwechsel vollziehen und ja hoffen, dass ich da auf Fische treffe, die meine Köder fressen wollen. So, die Sonne kommt immer höher. Und ja, jetzt wird es auch warm, also März und es wird warm und herrlich. Aber die Fische beißen nicht. Wo sind die Zander? Ach Mensch, das ist manchmal ist das Angeln auch. Aber also drückt mir weiter die Daumen. Ich kämpfe hier weiter und ich fische das hier durch. Völlig egal, was passiert. Ich ziehe das hier durch. Wir haben morgen noch einen Tag. Von daher, man muss alles geben. Ne? Drückt mir die Daumen. Wie ihr vielleicht seht, werfe ich gar nicht immer voll raus auf die maximale Wurfdistanz hier in diesen Kanal rein.
sondern fischt wirklich viel parallel zu der Steinpackung, die hier läuft, zu den Anlegern. Viele Angler werfen immer sehr, sehr weit. Darum geht es nicht primär. Manchmal geht es einfach darum, die Strukturen zu befischen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, parallel eine Kante lang zu fischen. Und ich setze meine Würfe immer ein bisschen gefächert und fische so verschiedene Tiefenbereiche sehr gezielt ab. Und ja, sollte sich ein Tiefenbereich als gut herausstellen, werde ich natürlich meine Würfe auf diesen Bereich konzentrieren. Die vier Angler verfolgen hier völlig unterschiedliche Strategien. Jan und Markus fischen ihren jeweiligen Spot bisher sehr ausdauernd aus und setzen darauf, dass die Fische dort vorbeiziehen und beißen. Amin und Malte fischen dagegen sehr viel mehr Fläche ab, suchen die Fische und haben sich beide auch schon ins Auto gesetzt, um einen komplett neuen Platz anzufahren. Amin erreicht nach ca. 40 Minuten Fahrt seine zweite Angelstelle. Ok, là on est arrivé sur le nouveau spot. Si vous voulez, c'est une sortie d'écluse, une sortie de darse avec du courant, plus ou moins fort, ça dépend s'il l'ouvre ou il le ferme. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de courant, c'est tant mieux pour nous, les poissons risquent de s'activer. L'objectif, c'est de pêcher toute cette zone de calme après le courant, ou alors dans le courant, ça dépend si les poissons sont dans la veine d'eau ou plutôt au calme. On va voir, je vais utiliser un petit leurre 3,5 pouces, plombé très très léger pour pouvoir vraiment planer. Et ce que j'ai remarqué, je suis venu faire un pré-fishing et il y a beaucoup de pêcheurs et ils pêchent très lourd. Donc quand ça tombe sur les cailloux, ça fait boum boum et c'est pas vraiment très très bon pour le centre. Donc là mon objectif c'est vraiment planer et essayer de prendre un poisson. Amins Theorie an der neuen Stelle klingt gut durchdacht. Mal sehen, ob es sich in der Praxis so darstellen lässt, wie er es sich vorstellt. Fisch! Oh, komm vor der Kante hier eingestiegen, du! Oh, das ist ein Hecht! Ich glaube, das ist ein Hecht hier. So was geil! Ein ganz harter Tock, du! Oh, das ist geil! Leute, ich hab einen Fisch dran! Ist das geil! Ist der reingehackt, Leute! Endstart, ich sag euch das, der Biss war ultra geil. Jetzt muss ich die Steine runter, jetzt muss ich alles Risiko hier ein. Das ist so glatt, aber ist egal, ich geh auf das Wasser zu. Mit hinlegen, mit allem drum und dran, wir haben ihn, ja! Da ist er, ein Hecht, Leute, ich hab ihn! Oh, das ist der YouTube-Predator Cup 2020 hier. Und mein erster Fisch, kein Zielfisch, nicht der Zander, aber ein Hecht und der bringt mir Punkte. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ein ultra harter Biss, ich kann euch sagen. Endstand. Guckt euch das Teil mal an, du. Da ist er. So, wir wollen nicht schnell messen, aber Leute, ein Fisch, einfach genial. Voll genommen. Der hat ihn sich so reingehämmert. Guck mal, der hat ihn bald verschluckt. Da hat sie sich so reingehämmert. Unglaublich. Jetzt. Guck mal, was der Zähne hat hier, du alleine. Ist der reingeknallt, du. Leute, 90 cm, ist das geil. Wahnsinn. So, jetzt muss der Fisch auch schnell zurück. Einfach mega. Und ja, schnell zurück. Zack. So, komm her hier. Komm, schnell zurück. Und er gibt gleich Gas. Nur komm, hier, guck hier. Ist das nicht herrlich? Leute, das ist Angeln hier beim YouTube-Predator Cup. Einfach geil. Die Emotionen, Hammer. Danke fürs Daumen drücken. 90 Punkte sind das. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und passt mal auf, da kommt bestimmt noch was. Also unterstützt mich weiter. So, Zeit ist Fisch. Los. Traumfisch. Jans Plan ist aufgegangen. Das Werfen an einer Stelle hat sich gelohnt. Mit diesem 90er Hecht holt er sich 90 Punkte und natürlich auch Platz 1. So, okay. Oh, war das geil, Leute. Hier. Oh. Und jetzt ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr den Hecht gefangen habt, ne? So, dass ihr unbedingt den Schleim so ein bisschen hier so an dem Blank, dass die Rute muss eingeweiht werden und das muss richtig stinken nach Fisch. Und das bringt Glück, ich sag euch das. Ja? Ja, Leute, das ist ja hier unwahrscheinlich glatt, diese Steine. Und so als Tipp, man kann Folgendes machen, wenn man sich auf so einen glatten Stein hinstellen möchte unbedingt, um ein bisschen in der Höhe zu stehen, ist eins gut, wenn man hier
den Kescher einfach rüber, über den Stein rüber, das gummierte Netz, dann ist das nicht so glatt und man kann hier wunderbar angeln. Also als Tipp. Wenn man natürlich einen Fisch dran hat, muss man schnell runterspringen. Das nützt ja nichts. Ne? So, Gas geben, Gas geben. Zeit ist Fisch. Comment t'as fait pour prendre un brochet de cette taille? Non, félicitations à toi, c'est la pêche, c'est comme ça. Et t'inquiète, je vais essayer de te rattraper. Bien joué à toi. Hi Leute, die für euch lukrativste Möglichkeit, den YPC zu unterstützen, ist dieses Jahr sehr wahrscheinlich der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender. Warum ist das so? Erstens, dieser Kalender kostet euch nur 99,95 € plus Versand, hat aber einen Gesamtwert von sage und schreibe 170 €. Wir haben insgesamt 13 Top-Raubfischmarken, die in diesem Kalender vertreten sind. LMLB, Westin, Berkeley, Fish, Rapala, Storm, Predax, Ganki, Monkey Lures, Kitex, Pro, Hybrida und Savage Gear findet ihr in den 24 Boxen. Der Kalender enthält 14 Produkte, die wir mit den Herstellern exklusiv nur für dieses Projekt haben produzieren lassen. Drei weitere Artikel sind ebenfalls nicht im deutschen Handel erhältlich. Es gibt 24 Jackpot-Chancen, denn wir haben in 24 Kalendern an jeweils einem anderen Tag ein goldenes Ticket versteckt, bei dem ihr zum Beispiel ein Guiding mit Enrico Di Ventura, mit Big L, Johannes Dietl oder Herbert Ziereis gewinnen könnt. Alles in allem kann ich sagen, ich bin mir absolut sicher, dass es in Deutschland noch nie so einen geilen Angel-Adventskalender gegeben hat. Es ist zwar noch eine ganze Weile hin bis Weihnachten, aber es sind schon einige weg und wer nicht leer ausgehen will, sollte lieber einen vorbestellen, denn diese Kalender werden nicht nachproduziert. Mehr Infos zum Kalender und natürlich auch den Link zum Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sich selbst oder seine Liebsten beschenken und gleichzeitig den YPC supporten, besser geht's nicht, oder? Yes! Woo! Der erste Fisch. Oh, was eine Erlösung. Nach einem wirklich schwierigen Start hat es geklappt. Ein Zander-mäßig ist er auf jeden Fall. Gebissen auf einen G-Bump, war ein super Tock. Köder ist voll verschwunden. G-Bump, das heißt vermessen. Punkte in die Gruppe schicken und den nächsten fangen. 51 cm mit diesem Zander, der wird jetzt zurückgesetzt, ganz schnell. Ja, der Fisch kommt jetzt hier in den Kescher. Der ist ja teleskopierbar, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und jetzt geht der Fischfahrstuhl einfach nach unten. Und der Bursche darf wieder schwimmen. Ja, geil. So darf es gerne weitergehen. Drückt die Daumen, dass gleich noch ein zweiter Zander dazukommt. Der dritte Fisch und wieder ist es ein anderer Angler, der ihn fängt. Malte holt sich 66,3 Punkte und schnappt sich damit den zweiten Platz. Ab! Geil! Keine zwei Minuten nach dem ersten Zander, der zweite, die Fische sind aktiv, sie beißen, jetzt heißt es beeilen, vermessen und den nächsten Fisch fangen. Der ist sogar noch ein bisschen besser als der erste, Köder ist der gleiche geblieben, der G-Bump. Ihr seht, hängt schön in der Seite im Maul, sauber gehakt, brauchen wir gar keine Zange, um den Fisch zu lösen.
Ja, unser Motto bei Ganki, no release, no glory. Darum auch für diesen Fisch der Fahrstuhl nach unten in die Freiheit. Und jetzt darf der gerne seine Mama vorbeischicken. Die würde ich auch gerne noch sehen und treffen. Malte hat die Zander gefunden und kann den nächsten in die Wertung bringen. Ein 56er bringt ihm 72,8 Punkte. Der Mecklenburger geht in Führung. Wie läuft es eigentlich bei Markus und seinem Versuch, ein paar gute Barsche zu kriegen? Oh, ich wollte schon aufgeben, hey, und jetzt kommt doch noch mal einer bisschen vernünftiger. Jetzt ist gerade. Da ist sogar 36. Ja. Endlich kam der erste Barsch. Das war jetzt eine Zangengeburt sondergleichen. Ich hoffe, dass die jetzt aktiv sind, dass nicht der einzige Barsch, der hier im Hafen ist, jetzt gebissen hat. So, da geht er. Jetzt ist auch die Schweiz endgültig im Turnier angekommen. Markus' Geduld zahlt sich aus und er bekommt einen tollen 36er Barsch, der ihm 72 Zähler bringt. Also Jan hat einen 90er Hecht gefangen, anscheinend. Der Malte hat 250er Zander. Amino hat am Anfang direkt einen 23er Barsch gehabt. Ich hatte jetzt direkt im Wurf nach dem Barsch noch einen verloren. Ich hoffe jetzt, dass die Barsche in Fahrt kommen, weil ich brauche hier noch drei Barsche, so der Plan. Wir Schweizer sind ja etwas langsamer, sagt man uns nach. Aber wenn es läuft, dann sind wir also voll dabei. Und ich glaube, jetzt bin ich auch im Competition-Mode angekommen. Ich hoffe, das geht jetzt weiter hier mit den Barschen. Der nächste ist im Kescher, vorher habe ich einen verkackt. Auf einer Seite blind. Okay, langsam kommt Fahrt rein. Ja? So schnell kann es gehen. Markus holt sich die Tabellenführung und ist natürlich heiß auf den nächsten Fisch. Da unten ist eine kleine Schwelle, da kommen jetzt auch die Bisse, aber das war jetzt glaube ich kein Biss. Anschläge hier wie beim Hechtangeln. On fire! Ich würde euch gern sagen, wie der Köder heißt, aber ich weiß es nicht mal. Ja, 33 oder ist er drüber? 33, ja. Ja, besser nicht. Markus, Petri, ja, man kann sich immer noch steigern. 33er ist nicht so groß jetzt, aber du musst das mal fangen. 33er und es ist alles noch drin für alle. Malte fängt die Zander. Ich fange die Zander nicht, also Malte, du hast irgendwie mehr Glück, kannst es besser, aber dafür habe ich einen schönen Hecht gefangen, ja. Ja, oh, das ist schön. Freut mich für die Teilnehmer, dass sie auch fangen. Denn was macht, das Ganze auch ein bisschen spannend, ja? So, ich muss weiter Gas geben. Holt was raus hier. Ich fische jetzt hier die Lieblingsköder X Bullseye Allround 235. Bis 24, 28 Gramm Wurfgewicht. Perfekte Allround-Route. Ich fische hier recht schwer auf Barsch, aber genau für dieses Spektrum macht sie halt echt einen mega Job.
Ich fische jetzt einen mittleren Krebs. Vorher habe ich auch Wobbler damit gefischt. Ob Chicken, Zerik, Terik, da ist der nächste. Die kommen alle, die beißen alle im gleichen Eck. Wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Bärchen her. Das ist ein altchinesisches Sprichwort. Schaut euch den Ommel an. Den hätte ich gern mit so Ende 40, Anfang 50. Body Mass Index hier. Also drüber. Okay. 34. Man sieht ja immer wieder, dass die Barsche von weiß ich nicht wie hoch runtergeschmissen werden. Ich finde das einfach ein bisschen respektlos. Die Fische sind kurz vorm Laichen. Und wenn ihr die jetzt von hier oben runterfahren lässt, dann kann das nicht gesund sein. Vier Ü30er Barsche, ziemlich genau so hatte Markus sich das vorgestellt. 276 Punkte hat er nun auf der Habenseite. Amin hat den Spot möglicherweise zu früh gewechselt. Tackle Junkies, ihr könnt ja kommentieren, wie der Köder heißt, weil der Fonso weiß es gar nicht. Der guckt nur immer, was sieht schick aus in der Packung und holt sich dann das. Je déteste les petits Suisses. Eh oui, il vient d'attraper 4 perches là où j'ai attrapé une seule perche. Je pense que j'aurais dû attendre que le soleil se lève plus. Bon, c'est pas grave. On est là maintenant et on va essayer de prendre un centre. So this right here is the brand new Abu Garcia Beast belly boat. Super robust PVC belly boat. So it features an inflatable seat with a very thick seat bottom. The side bags that you can clip on and clip off. They feature a little cable socket where you can put your wire through for your fish finder or your battery. On the side we also have a reflective Beast logo with low light conditions. Make sure that you're visible on the water. All with all, it's a very complete belly boat that you can really use in every circumstance, ready to fish and ready to catch a beast. Ja, ich habe es mir eigentlich vorgenommen, nicht so oft am Tag zu gucken, aber ich will mal aufs Handy gucken und mal schauen, was die YPC-Gruppe so sagt, was die anderen gefangen haben. Es gibt auf jeden Fall ein paar Nachrichten da drin. Ja, das ist als erstes zu sehen, dass um 7.20 Uhr heute der Amin einen 23 cm Barsch gefangen hat. Das ist natürlich noch okay, aber ja, die nächste Meldung, die ist dann schon krass. 90 cm Hecht von Jan Pusch. Ich meine, Hechte Kalle vom Schweriner See, das wissen wir alle. Aber das ist mal eine Ansage. Das sind mal richtig Punkte. Wahnsinn. Ja, dann sind da meine Zander zu sehen. Oh, und der Markus scheint am Barschplatz angekommen zu sein. Ja, die ersten Barsche. 36, 35, 33, 34 cm. Das sind auf jeden Fall einige Fische, die auch gute Punkte geben. Aber gut, mein Plan ist, morgen auf den Barsch zu fahren. Deshalb lasse ich mich von den Barschen gar nicht verrückt machen. Aber am meisten beeindruckt mich der Hecht von ja, 90 cm hier. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Yes! Wieder ein kleiner Zander. Aber Fisch ist Fisch. Ein Wurf oder zwei Wurf vorher schon Fehlbiss gehabt wieder. Und zum Glück hängt der jetzt. Ist klein, ich denke, Maß sollte er haben, aber es wird jetzt nicht die sonderlich vielen Punkte geben. Aber lieber erstmal Fische fangen. An der Größe kann man immer noch arbeiten. G-Bump, Brown Shad, G-Slide, Jig-Kopf, 15 Gramm.
Und der wird jetzt vermessen und wir drücken die Daumen, dass der maßig ist. Und let go. Ja, der Fisch hat gebissen. Hängen dieses Mal, nicht wie der davor. Sehr, sehr schön. Ist im Kescher gelandet, auf der Scale. Gibt ein paar Punkte, auch wenn nicht so viele, aber ich freue mich trotzdem. Es fällt viel Druck ab, die ersten Fische gefangen zu haben. Jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Beziehungsweise, ja, alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Maltes nächster Zander. Kein Riese, aber maßig und damit interessant für die Wertung. Malte kommt nun auf 197,6 Punkte und rückt wieder näher an Markus heran. Jetzt fische ich hier die ganze Kante mal ab. Der Hecht hat ja auch direkt an der Kante gebissen. Und vielleicht stehen die Fische an dieser Mole hier ganz dicht dran. Das ist natürlich schwierig, wenn man vom Tiefen ins Flache zieht. Das heißt, ich nehme die Rute schön hoch und versuche eine steile Frequenz zu fischen. Mal sehen, vielleicht klappt das ja. Also Daumen drücken. Ja, diese Paste, das ist der Nitro Booster von Ilex. Und damit schmiere ich meine Köder gerne mal ein. Ich meine, unsere Gunki-Köder sind eh mit Anis-Aroma geflavored, aber manchmal habe ich gerne ein bisschen fischigeres Aroma. Ein bisschen was mehr stinkt. Ich finde, Anis riecht wirklich gut und ist schön. Und wenn man zu Hause die Boxen auf hat zum Köder trocknen, dann riecht das immer gut in der Wohnung nach Anis. Aber in diesem Fall möchte ich hier mal ein bisschen Stink ins Wasser bringen. Und das hatte ich auch schon auf meinem G-Bump drauf und das hat ja gut funktioniert. Also wenn ihr an einem Angelplatz seid wie hier, dann da ist direkt 2 Meter daneben ein Mülleimer. Dann verstehe ich halt einfach nicht, wenn hier die ganze Scheiße rumliegt. Vor allem sind auch viele Wasservögel da. Am Schluss liegt wieder einer in der Schnur eingewickelt. So, jeden Tag eine gute Tat. Corona ist in der Haus, also immer schön auf die Hygiene achten. Hoffentlich brauchen wir es noch mal bis hier hinten. Naja, schade, wenn man das umsonst so lang gedruckt hat. Markus packt zusammen und wechselt die Stelle, um nach erfolgreicher Barschjagd die nächste Fischart in Angriff zu nehmen. Donc là, on est venu près du courant pour essayer de voir s'il n'y a pas des poissons qui sont actifs. On espère. Oh, raté! Ah! Il vient d'avoir une touche. Escape can't tweet. Ah! Bei Armin läuft am Zanderspot noch nicht viel zusammen. Im Training hatte er hier noch ganz gut gefangen. Bisher kann er noch keinen Biss vermelden. Er probiert viel aus, verliert aber langsam die Geduld an dieser Stelle. Nice catch. C'est le dernier lancé sur ce spot. Malheureusement, j'ai pas fait de poisson. On va essayer de tenter le brochet maintenant. Vu que le soleil est bien haut, peut-être qu'il va s'activer un petit peu. Allez, c'est parti. Während Amin schon zum zweiten Mal den Plan und den Zielfisch ändert, haben zwei noch gar nicht angefangen zu fischen. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin jetzt ein bisschen später gestartet, weil ich die Abendstunden fischen möchte. Ich fische erstmal in Zone B und mein Plan ist es, den ersten halben Tag versuchen, Hechte ans Band zu bekommen in Poldergräben. Aber das sind jetzt nicht die Poldergräben, die die anderen schon gefischt haben, sondern ein paar neue, die ich mir rausgesucht hatte. Und im Training habe ich dort 5 Würfe gemacht und habe direkt einen Hecht gefangen und habe das Angeln eingestellt, habe die Stelle sein lassen. Und ich weiß, dass sie da sind. Ich weiß,
dass sie vielleicht hungrig sind. Wobei, das ist auch so, die Hechte sind gerade in der Laich und stellen das Fressen ein. Ich hoffe nicht, dass ich diese Zeit jetzt erwische. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal ans Wasser. Ja, fängt ja gut an. 10 Uhr Kameramann abgeholt. 11 Uhr soll der erste Wurf stattfinden. Momentan stehen wir auf der Haringsfliedbrücke im Stau. Ich denke mal irgendwie Brücke hoch oder so, wieder so ein Segelboot durch oder ein Angelboot mit extrem langen Ruten, sodass das deswegen hochgeklappt werden musste. Und da stehen wir jetzt hier schon ein paar Minütchen, aber sieht noch ganz gut aus, noch 60 Kilometer. Wir fahren von unserem Treffpunkt, das ist in Oude Tonge aus, Richtung Biesbosch. Also die Leute von euch, die die Predator-Tour verfolgen, kennen also den Biesbosch-Park. Das ist dieser Erholungspark, Bungalow-Park, wo die meisten Teilnehmer dort übernachten. Und von dort aus wird gestartet. Und da oben ist der Biesbosch. Ist ein großes Naturschutzreservat. Und das sind bestimmte Stellen, die auch für die Angler alle frei sind. Kann man auch deutlich auf der Karte sehen. Wird dunkelblau markiert. Ja, und da gucken wir mal, ob wir da heute erstmal ein paar Hechte verhaften können. Wetter ist natürlich optimal, Kaiserwetter, aber ob es den Fischen passt, wissen wir nicht. Wir bleiben dran. Ich hoffe, dass wir gleich hier ein bisschen vorankommen und gleich am Wasser, hoffentlich mit dem ersten Hecht. Das war der letzte Wurf an dieser Stelle. Es geht ein Stückchen weiter. Ich habe 3 Zander gefangen, noch Fehlbisse gehabt. Also hier sind immer kleine Trupps Zander aufgezogen, aber jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Darum geht es jetzt woanders hin, versuchen Hecht zu fangen. Mal schauen, ob es klappt. Das schauen wir gerne. Leider aber erst in der nächsten Folge, denn es ist schon Halbzeit an Tag 1. Markus und Maltes Vorhaben klappten bisher ziemlich genau so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die beiden belegen aktuell Platz 1 und 2. Auf Platz 3 folgt Jan Pusch mit einem 90er Hecht. Armin Kolatek konnte bislang nur einen 23er Barsch in die Wertung bringen. Noch ohne Punkte sind Babs Kiewski und Dietmar Isayasch, die aber noch gar nicht gefischt haben. Wie Babs und Didi ins Turnier starten und wer als Tabellenführer übernachten darf, seht ihr dann in der nächsten Episode. Einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es weitergeht. Über Likes, Kommentare und Support im Online-Shop freuen wir uns natürlich. Macht's gut!